Guten Morgen, liebe Konstanze. Guten Morgen, liebe Melika. Hi, Dachgruppe. Hallo, ihr Lieben. Hi, alle auf YouTube und woanders. Wie schön. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich und die Konstanze wollen schon ganz lange ein Facebook Live gemeinsam machen und euch einfach so ein bisschen einladen in den Space, den wir sind mit den Access Consciousness Werkzeugen. Und die Melika und ich, wir haben vor ein paar Tagen mal geredet und wir haben gemerkt, dass wir eine volle Gemeinsamkeit haben. Weißt, darf ich sagen, was das ist? Bitte. Wir sind beide so, ich würde mal sagen, wir sind beide Künstler. So vom, nennen wir es mal Grundberuf. Also das ist unsere Herkunft sozusagen, wo wir hergekommen sind. Ich meine, ziemlich andere Gebiete. Aber wir haben beide so eine Liebe zur Kunst und zu der Kreation von Dingen und auch zu der Eleganz von Dingen. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sehr gut sagen. Finde ich schön. Also ich war ganz lange im Theater als Kostümbildnerin und als Bühnenbildnerin und als Regieassistentin. Ich habe auch in der Galerie gearbeitet und Theater ist sowieso immer so ein Mix von allem, von Literatur bis Fine Art und so. Also immer schon so eine Liebe gehabt zur Kreation. Und die Melika macht ja die besten Bilder überhaupt. Meines ist schon energetisch bestellt. Ich brauche jetzt nur noch das Haus und die Wand. Ich liebe das. Ich brauche nur noch das Haus und die Wand. Genau. Und also ihr müsst euch nicht erst das Haus und die Wand kreieren. Ich finde es so schön. Und das ist was, und das finde ich so schön, es ist energetisch schon bestellt. Davon hatten wir es letztens, ja, wo ich gemeint habe, ich habe einen Käufer gehabt, der hat einen Druck gekauft und gesagt, er hat den Druck gebeten, ihm jetzt ein Original zu kreieren. Und kurz darauf hat er ein Original erworben und es war so, wie magisch sind wir. Und das ist ja einer deiner Spezialthemen auch, ne? Das X-Men, das ist für mich immer dieses, wie magisch sind wir eigentlich? Oder wo machen wir uns überall falsch und verkehrt? Und das sind eigentlich ja unsere, eigentlich ist es das, was uns ausmacht. Ja, es ist ganz interessant. Ich meine, ich habe noch nie von der Seite über das X-Men-Thema geredet. Deswegen finde ich das Live heute schon so spannend. Aber gerade X-Men, du siehst schon viele X-Men auch in der Kunstbranche, ja? Oder in der kreativen Branche, weil das etwas ist, was der X-Men-Energie entspricht, etwas auf den Planeten zu bringen, was es so noch nicht gibt. Ja, natürlich gibt es in der Kunst auch andere Sachen, so ist es ja nicht. Aber so dieses Kreative, dieses Schöpferische und dieses Ding in Existenz zu bringen und neue Wege zu gehen. Und ich meine, das hast du in der Kunstbranche immer gehabt, dass man dieses Revolutionäre hatte, so lass mich was kreieren, was es so noch nicht gibt. Oder lass mich an dem System ein bisschen wackeln, lass mich zeigen, was sonst noch möglich ist. Ja, das hast du ja immer in dieser Kunstgeschichte. Oder das geht nicht, glaube ich nicht, ich mache es einfach, ja. So, und natürlich auch, dass ganz viele mit ihren sozusagen psychischen, unter Anführungszeichen, alle, die nur zuhören, unter Anführungszeichen, Problemen, eine Art Ausdruck gefunden haben, mit dem umzugehen. Ich meine, wenn du Picassos Bilder anschaust, kannst du ziemlich davon ausgehen, dass er Dämonen wahrgenommen hat. Ich würde es zumindest so sehen. Oder Egon Schiele, wie er die Menschen gezeichnet hat, dass er schon gesehen hat, du weißt, was ich meine, dass er sie mit anderen Augen gesehen hat als jetzt wir, dieses Deformierte. Und ja. So schön, darf ich da ganz kurz, weil ich jetzt die ganze Zeit bei mir pinkt, so all die Leute, die nicht wissen, was X-Men ist oder was das für ein Spezialitätenbereich ist. Könntest du da ein bisschen was darüber sagen, so dass man ein Bild davon bekommt? Ja, so, also X-Men kommt von den Marvel Comics, das sind Filme und das sind Superhelden, aber die halten sich nicht für Superhelden, weil sie sich für abgefuckt halten, weil sie ausgegrenzt werden und weil, ja, weil sie ausgegrenzt werden und Angst haben um ihr Leben. Das sind Leute, die super Fähigkeiten haben, aber von der Gesellschaft falsch gemacht werden. Das kann sich zeigen durch ADHS, Autismus, ich sage immer gern super sensibel, feinfühlig. Einfach Leute, die nicht reinpassen und für die das keinen Sinn ergibt, was wir hier so als normal präsentiert bekommen. Kurz gesagt, diese Realität ergibt für sie keinen Sinn. Und also kennt ihr das ganz zufällig? Das kennt niemand, alle so. Wir brauchen eine unglaubliche Wahrnehmung. Ich meine gerade auch Entitäten oder sagen wir mal gerade das, was nicht ausgesprochen wird, das wahrzunehmen. Die Dinge, die wirklich da sind.
Ja, weil wie oft wird uns was präsentiert, jemand sagt, ja, mir geht's so gut. Und am nächsten Mal denkt sich, mir geht's überhaupt nicht gut. Ich glaube, halt so. Oder so, wie Leute wirklich sind, was sich wirklich zeigt. Und nochmal zur Kunst zurückzukommen. Ich finde, dass sehr viele Künstler Menschen so porträtiert haben, wie sie eigentlich wirklich sind. Wo wahnsinnig viel Schmerz da ist und Trauer und auch so eine Verformtheit, so eine Verbissenheit, die du ganz oft siehst. Wo ich mich auch gefragt habe, okay, wie viel Wahrnehmung haben die? Ja. Oder wie viel Wahrnehmung hatten sie, die sie nicht artikulieren konnten, aber in ihren Kunstwerken? Was mir gerade hochschoss, war so Mondiglianis Frauen, die immer diese ganz speziellen Augen haben. Ja. Wo ich gerade so dachte, so, oh wow, was hat der wahrgenommen? Also was nehmen wir alle? Wir nehmen alle unterschiedlichst diese Welt wahr. Und ja, das ist eigentlich auch das Geschenk an dem Ganzen. Und das, was Constanze jetzt zum Beispiel in ihren X-Men-Kursen hervorhebt und zeigt und dir auch zeigt, wie du mit all diesen Fähigkeiten umgehen kannst. Und ich auch zu einlade, einfach zu schauen, oder wir alle so einladen, wirklich dazu schauen, so was ist die Fähigkeit darin, was ist die Kapazität, was sind diese Superkräfte und was ist die Magie und das Wunder und das Geschenk von dir. Aber was ja auch interessant ist, ich meine, wie viele Künstler wurden zu ihrer Zeit ausgelacht für das, was sie gemacht haben und waren so Weirdos oder so. Und dann 100, 200 Jahre danach hängen sie hochpreisig, wenn man sie überhaupt kaufen kann, ja? Genau. In Museen und Leute stehen Schlange und kommen aus Japan, um die Bilder anzuschauen. Aber in der Zeit war das so, ja, also auch eine dieser X-Men-Fähigkeiten, der Zeit voraus zu sein. Oder dass man, also bei einem X-Men, dafür, wo du falsch gemacht wirst, das heißt deine Fähigkeit. Ja? Und ganz viele Künstler wurden ja falsch gemacht für das, was sie gemacht haben oder produziert haben oder so. Und 100, 200 Jahre danach ist man, oh mein Gott, ist auch interessant, oder? Ja, und ich denke mal, also das war auch was, also was ich gemerkt habe, als ich angefangen habe, Kunst zu machen, war die Ansicht, die ich hatte, war, okay, von der Kunst kann ich nicht leben, was heißt, ich brauche noch ein weiteres Standbein. Es war voll spannend, das war wirklich auch so zu sehen, wie ich es gemacht habe und dann meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht habe, die Access-Werkzeuge entdeckt habe und dachte so, oh geil, das wird immer besser, es wird immer besser, was kann ich noch hinzufügen? Und aber währenddessen gemerkt habe mit den Werkzeugen, wie viele meiner Ansichten ich losgelassen habe, dass man von der Kunst nicht leben kann und wie sich das inzwischen verändert hat, dass Kunst sozusagen eins meiner starken Standbeine ist. Ne? Das ist so eine meiner Einnahmequellen, die mich wirklich trägt auch. Und da zu merken, so wow, wenn wir unsere Ansichten loslassen, was ist da wirklich möglich? Also gerade als Künstler, welche Möglichkeiten sind da noch? Wie können wir über all das hinaus kreieren, was bisher kreiert worden ist? Und ich liebe diese Fragen. Es ist was, was ich ja, womit die ganze Zeit spiele und merke. Aber so, es ist spannend, dass du das mit dem Geld sagst, weil ich habe da schon recht oft, also gerade in den White Riches Kursen viel darüber geredet, dass in der Kunst ja auch ganz oft so diese, ich sag's so direkt, Sucht nach Armut da ist. Diese Richtigkeit von Armut. Wir sind richtig, weil wir arm sind, aber dafür machen wir was Gutes. Und ich musste so lachen, weil ich war ja auch immer pleite als Künstlerin, ja, immer. Und ich stecke jeden Cent in die Kunst. Ich stecke jeden Cent in ja, die genau. Kunst. Ja, genau. Und in Zoo. Und, so. Und als ich dann mit Access begonnen habe, habe ich plötzlich viel mehr Geld gehabt. Und dann habe ich bei dem Theater, ab dem 20. haben wir ja alle kein Geld mehr gehabt und mit Kreditkarte gezahlt oder hinter der Bühne ein Bier getrunken. Und ich habe mit Access begonnen, ich hatte plötzlich Geld. Und ich kann mich erinnern, dass ich das denen nicht gesagt habe, dass ich jetzt... Ich könnte gehen. Aber es war so interessant zu sehen, was sich begonnen hat zu verändern, und dass ich, weil ich dazugehören wollte noch. Das kann ich. Aber das sind diese unglaublich starken, ich würde sogar fast mutmaßlichen Realitäten nennen, die man... Ja, Programmierungen. Also das sind wirklich wichtige Programmierungen, aus denen heraus wir funktionieren. Es ist der arme Künstler, der stolz darauf ist, arm zu sein, der sich aus den Rippen schneidet, um sich nochmal Material zu besorgen. Und das ist ganz spannend, weil ich eine Mentorin hatte, die ganz arg diese Mentalität auch verfochten hat, richtig? Ja. Was für mich total spannend war, weil sie dann immer meint, du kannst nicht so viel Geld für deine Kunst verlangen. Und ich dachte nur so, warum nicht? Ne? Und es war so... Und da sind wirklich zwei Welten aufeinander gestoßen, wo ich gemerkt habe, so wow, wie kann ich ausbrechen aus dem ganzen System, aus dieser Programmierung, aus diesem mutmaßlichen Realitäten oder den
Bedürfnissen nach reaktiven Realitäten, ne? Ja. Und auch, ich meine, ich frage dich jetzt, aber ich denke mal, die Antwort will ja sein, aber was hat sich auch mit deinen Kunstwerken verändert, als du den Preis erhöht hast? Ja, also es ging tatsächlich immer so parallel mit meinen Kursen, mit dem Loslassen der Ansichten und dann diesem Schub an, wow, was jetzt? Und was sehr schön war, letztens hat einer meiner Käufer gesagt, weißt du, Melika, ich beobachte schon ganz lang deine Kunst und einen Wahnsinnsunterschied hat es gemacht ab dem Moment, wo du diese Right Bridges for You Intros angefangen hast zu facilitieren. Da hat deine Kunst eine andere Energie bekommen. Dieses Wohlhaben, diese Fülle. Und ich war so, ja, ich krieg's. Und all diese Kurse schreiben sich natürlich in alles in unserem Leben ein. Ne, wenn ich einen Kurs mache über Right Bridges for You, dann siehst du das in meinen Bildern. Wenn ich eine Symphonie-Session mache, siehst du, schreibt sich das ein. Und das nicht nur in meine Bilder. In meinen Bildern, denke ich immer, sieht man es besonders einfach, weil es so in your face ist. Aber es schreibt sich auch in alles ein, was du machst, mit deinen Beziehungen. Ne, alles. Ja. Einfach so durchflutet sozusagen mit dieser Energie. Und deswegen liebe ich es auch, diese Kurse selbst zu besuchen, als auch zu facilitieren, weil es einfach jedes Mal einen Wupp-Satz macht. Und es ist interessant, weil ganz oft meinen Leute, dass diese Kurse nur sind, wenn man aus der Coaching-Branche ist. So. Nur egal, wen ich kenne, ich meine, wir machen ein paar gemeinsame Freunde, die ganz was anderes machen. Und mit diesen Access-Tools, egal welches Business, sind in die Höhe geschossen, ja, weil die Leute mehr das sein können, was sie möchten und mehr sich vertrauen, ihren Fähigkeiten und mehr wissen, was wahr ist für sie. Und das siehst du in allen Bereichen, von Steuerberater bis Auto, whatever, überall. Weißt du, was so spannend ist, was ich ganz extrem fand für mich und was für mich Klick gemacht hat, war dieses, die simpelsten Fragen, so wie wird es besser als das und was ist hier sonst noch möglich, was ich nicht in Betracht gezogen habe. Das sind ja die ersten zwei Fragen, die wir beim Bars-Kurs schon mitbekommen. Und allein mit diesen Fragen kannst du im Prinzip deine ganze Welt verändern. Und am Business-Beispiel hatte ich es halt immer so während Covid, also es ist, ich möchte es gerade so zusammenfassen und nicht so ausschweifen, während Covid alle Leute, es gab so im Prinzip diese drei verschiedenen Kategorien. Die einen haben gesagt, naja, so ist es halt, also geht mein Business jetzt zugrunde und ich kann nicht weitermachen. Die haben aufgegeben und es war dann vorbei und die schauen jetzt, was sie machen. Haben was anderes Neues angefangen, versuchen sich aufzurappeln. Die zweiten waren die gesagt haben, naja, das sitzen wir durch, auch das geht vorbei. Das ist die Mentalität, auch das geht vorbei. Und die haben dann irgendwie es durchgesessen, vom Staat das Geld kassiert und haben jetzt irgendwie, sind durchgekommen, machen weiter. Und dann gab es die dritte Kategorie, die gesagt hat, wie wird es noch besser als das und was ist hier sonst noch möglich? Und das ist ja nur diese grundlegende Frage, die unter allem, was funktioniert, ist. Das ist ja wie, als würde man die Essenz rausholen bei Leuten, wo es funktioniert. Ne? Und wenn du das anwendest, und das sind pragmatische Tools, kannst du das eben auch haben. Die Leute haben zum Beispiel ein Restaurant gehabt und haben das Ganze spezialisiert auf Senf und haben dann weltweit Senf verkauft und haben Millionen. Und haben die Zeit genutzt und Möglichkeiten gesehen, wo sie andere nicht gesehen haben. Ja. Genau das. Und das Spannende ist, und es ist auch diese, weil du warst ein Energy Pool zum Thema Kreation, hast diese Kreation zu sehen, okay, was kann ich jetzt kreieren? Was kann ich aus dem Nichts praktisch, welche Möglichkeiten gibt es? Und es ist wie du diese simple Frage, was ist hier sonst noch möglich? Aber für mich ist auch, um die Frage zu stellen, der erste Space einmal zu sagen, okay, nicht jetzt ins, wie sagt man das jetzt, bewerten oder nicht auf Wienerisch sagen, ins Aufbuddeln zu gehen, in den Kampf, so, das ist scheiße, das ist richtig und so. Und sagen, okay, cool, das ist es gerade, wie kann ich das nutzen? Und was ist wirklich möglich? Aus diesem Space heraus, und das ist eigentlich so der Space von Humanoids und X, wenn die sagen so, okay, cool, das ist jetzt da. Wie kann ich das nutzen? Und dann. Genau das. Und das finde ich wunderschön. Okay, cool. Also dieses Präsentsein mit dem, was ist. Ich bin präsent, schaue mir es an und sage, okay, cool, das sind die Gegebenheiten. Egal wie, wenn ich es nicht bewerte als gut oder schlecht. Was kann ich davon empfangen? Ne? Und wie kann ich denn...
Das ist wunderbar. Hat der Gary oder der Dane irgendwas zum Quicksand, also kreier dein Leben auf Treibsand. Und das ist für mich gerade nach Corona ganz oft die Energie. Es spürt sich an wie Treibsand, weil die Dinge sich permanent verändern. Es ist nicht mehr vorhersehbar, was passiert. Du weißt nicht, ist in 3 Monaten wieder, ist nicht. Aber das ist wirklich die Energie, wo, wie du sagst, die 3 Gruppen, die eine, die aufgeben und sich reinfallen lassen, die anderen, die versuchen, es irgendwie durchzusetzen und die dritten, die sagen, okay, was ist? Und da sind für mich die Tools essentiell, weil wenn du nicht bewertest und siehst, okay, was ist, wenn du dann beginnst, Fragen zu stellen und überall Möglichkeiten zu sehen, ist das eigentlich total cool, weil es ist eine permanente Kreation, immer, in jedem Moment. So. Und dann ist nichts, dann kann dir auf eine Art nichts passieren, weil du hast deine Wahrnehmung, du hast die Tools, du wirst immer durchsurfen. Ja? Manchmal ist es ein bisschen rumpelig, aber du surfst. Ja? Und du fliegst auch manchmal wieder, aber du weißt, dass du wieder aufstehen kannst. Und das ist für mich im Moment, deswegen sind für mich die Tools so ein Geschenk im Moment, dass ich weiß, okay, es werden sich ziemlich sicher noch ein paar interessante Dinge zeigen. Ich glaube, das kann man sagen. Aber niemand weiß, wie es aussieht. Weil es so treibsandmäßig ist. Aber mit den Tools hast du immer ein Surfbrett sozusagen im Gepäck. Das stimmt. Und das ist ein schöner Vergleich. Ja, so. Und das ist für mich das größte Geschenk. Und es ist egal, in welchem Bereich du bist. Ich habe ein cooles Beispiel von der Corona-Zeit von jemandem. Die Modegeschäfte waren ja total flachgelegt. Also du hattest ja verboten. Und dann gab es so ein ganz, ich habe damals in Vorarlberg gewohnt, so ein ganz kleines Modegeschäft in Bregenz. Und ich habe von dem noch nie gehört. Und die Frau hat etwas begonnen zu kreieren, und zwar bei Instagram. Ganz simpel hat sie im Geschäft die Sachen vorgestellt und gesagt, ich liefere zu dir nach Hause, unterstütze die Locals. Du, das ist innerhalb von 2 Wochen so durch die Decke gegangen. Die hatte den Umsatz ihres Lebens. Die ist den ganzen Tag mit ihrem Auto irgendwo zu den Leuten gefahren. Dann haben alle anderen Geschäfte begonnen, das auch zu machen mit Hashtags. Das hat sich exponentialisiert. Wie hieß es denn? Ich habe es vergessen. Ich habe Gänsehaut. Glaube ich. Ich finde das so genial. Und die hat nicht mal einen Online-Shop gehabt. Sie hat einfach gesagt, schreib mir auf Instagram eine Message, welche Größe und wo du bist. Sie hatte keinen Online-Shop. Und ist den ganzen Tag mit ihrem Auto und hat so schöne Tüten gehabt, ganz so simpel aus Papier mit einem Druck, und hat das den Leuten vor die Haustür gebracht, hat gewartet, bis sie es probiert haben. Wenn es gepasst hat, hat sie das Geld genommen, und wenn nicht, hat sie es wieder mitgenommen. Und der Laden ist aber jetzt auch natürlich in die Höhe geschossen, weil jeder kannte die danach. Eine Frau. Gänsehaut. Das war so für mich so geil, weil die hat es nicht abgekauft. Die war so, okay, cool, was kann ich jetzt nutzen? Und ihr Laden steht ziemlich sicher besser da als davor. Viel besser. So, das ist diese Kreationsenergie und dieses, okay, was ist sonst noch möglich? Und dieser Spaß. Und ja. Dieser Spaß. Und so war es bei mir zum Beispiel auch, dass ich gedacht habe, okay, ich habe ja ein Atelier in Tübingen, ein kleines, und habe 2-mal im Jahr da immer auf eine Ausstellung hingearbeitet. Ich habe im Prinzip meine Kurse gegeben, auf eine Ausstellung hingearbeitet, habe 2-mal im Jahr im Frühjahr und im Herbst eine Vernissage gemacht und die neuen Bilder vorgestellt. Und mit Covid ist das weggefallen. Ich war nur so, oh, was mache ich denn jetzt? Und es war voll cool, weil dann habe ich gedacht, oh cool, ich nutze es jetzt einfach nur noch als Atelier und habe angefangen, die Epoxidharzbilder, die großen, zu gießen, weil das ist eher giftig, der Stoff, und dann möchte ich nicht im Atelier sein, ne? Also es ist so, oder in, ja, im Verkaufen in dem Raum. Und dann habe ich die Bilder gegossen und habe dann eine Online-Ausstellung gemacht und habe das Ganze über Zoom gemacht und habe die Bilder vorgestellt. Und dann war ich auf einmal global erreichbar. Ne? Ich habe mir einen Online-Shop aufgebaut, das Ganze, das war alles so, ah ja, dafür habe ich die Zeit nicht, da habe ich jetzt keine Muse dazu. Und dann war es auf einmal so, das ist jetzt dran. Und es war so, boom. Also ich glaube, ich habe auch mehr Umsatz gemacht in dem Jahr als davor und danach. Also es ist wirklich so ein, was ist da sonst noch möglich? Und auch so, gerade in dieser Zeit, so der Wunsch nach schönen Sachen, ja, eleganten Sachen, seien es schöne Kleider oder schöne Bilder, nach der Kreativität, nach der Kunst, nach der Kreation. Das ist ja bei uns allen da gewesen, so dieses schöne, ja, Sachen anzufassen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe das so, ja, das, ja, in meinem Leben zu haben. Ja, so. Und das hat ja nicht aufgehört, und den Leuten das auf eine andere Art zu ermöglichen.
Genau. Ja, so das ist sozusagen mit den Tools, egal in welcher Situation man ist, Großartigkeit zu kreieren. Und über sich hinaus zu wachsen. Ja. Was ich gerade, wenn es in die Kunstszene geht, ja auch total spannend finde, ist, und das hat man am Anfang, ich habe ein Bild gemalt von einem Paar, das auf einem Seil balanciert und das war so wuff, das heute noch. Es ist einer meiner Bestseller als Druck. Und das Spannende ist, dass die Leute alle kamen und gesagt haben, das ist ja dein bestes Werk. Ne? Und das ist da, wo Energie stoppt. Wo Künstler meistens dann aufhören, weiterzukriegen, ja. Also sagen, das ist mein bestes Buch, ich kann dem nicht mehr gerecht werden, ich kann nicht. Das ist die Schlussfolgerung, die mutmaßliche Realität. Und dann natürlich auch dieses Bedürfnis nach einer reaktiven Realität, wo man eben darauf reagiert und sagt, ja, stimmt, das ist mein bestes Werk, das ist sozusagen mein Opus, wie nennt sich's? Ja, in Olymp und jetzt genau. War's. Genau, und das war's. Und mit den Fragen, die wir hier verwenden können oder die wir hier nutzen, diese Tools, die wir nutzen, sind ja Fragen, Clearings, also wir klären Energien und beginnen dann Fragen zu stellen aus einem Raum heraus, wo keine Erwartungen sind, wo keine Schlussfolgerungen sind, wo keine Bewertungen sind und dann zu sagen, hey, wie kann ich über alles hinaus kreieren, was ich jemals kreiert habe? Also mit der Frage gehe ich eigentlich immer an jedes Bild und sage, okay, wie kann das noch großartiger sein, als irgendwer irgendwann kreiert hat? Und aus der Energie heraus wird jedes Werk besser. Also bei jedem Werk ist es inzwischen so, dass die Leute kommen und sagen, das ist das bisher das Beste, was gefällt mir so gut. Ich denke mir so, ja, es wird noch besser, warte mal ab, ich bin im Flow. Aber gerade auch als X- und als Humanoid, wie schnell wird es auch langweilig? Und man sagt so, ja, und jetzt? Genau. So, okay, aber in welche Richtung möchte ich noch gehen? Ja. Und was möchte ich noch machen? Ja. Ich meine, gerade bei der Familie hört man das ja oft so, also jetzt hast du ja wirklich alles erreicht. Und ich denke mir so, nein. Du hast angefangen. Das ist genau, das ist the beginning. Mhm. Weil ist dieser Wunsch nach Kreation und nach noch mehr und nach noch mehr. Ich meine, für das werden wir auch super gern falsch gemacht, nennt man das unzufrieden oder workaholic oder wie auch immer. Ich meine, meine katholische Familie aus Vorarlberg fände das Allerschlimmste, dass ich an einem Sonntagvormittag arbeite, weil ich ein Facebook Live mache oder einen Kurs mache. Ich habe einmal zu Ostern einen Kurs gehabt und ich habe es niemandem aus meiner Familie erzählt, weil ich wusste, sie wäre so furchtbar. Aber das ist so, das ist da, wenn man etwas tut, was einem Spaß macht. Und in der Kreation ist, dann redet man nicht von Arbeit, dann redet man von, ja, das ist einfach, für mich ist es eigentlich das Natürlichste überhaupt, nicht zu kreieren. Für mich ist es wie Spielen. Also andere Leute nennen es Arbeit und ich nenne es Spielen. Ja. Ich nenne es Atelier spielen und dann denke ich manchmal so, oh, jetzt muss ich echt noch was arbeiten, dann heißt es, ich muss noch einen Kurs rausbringen und einen Teil machen, der mir vielleicht nicht so viel Spaß macht wie der Rest. Weißt du, dann das auszuformulieren und dann das rausbringen ist wieder was anderes. Ich saß jetzt gerade am letzten Kurs mit dem Energieziehen dran für 21 Dates mit deinem inneren Kreator, mit deinem inneren Schöpfer, mit deiner Kreativität und ich freue mich so darauf und dann ist es natürlich wieder, ich arbeite dann halt nachts bis um 12 oder bis um 1. Das sind Arbeitszeiten, die wo alle sagen würden, was machst du da? Und ich denke so, ja, aber es ist doch mein Baby, es sind doch meine Kreation. Ich liebe es, diese Sachen rauszubringen und dann die Leute zu begleiten in dieser Zeit, zu ermächtigen, dass sie eben über all das hinaus. Und jetzt gerade das neue Programm ist bei mir so, ja, gerade auch im Moment, wirklich in die Kreation zu gehen. Ja. Ich sag's jetzt einfach. Ich habe so viele Leute gesehen, die aufgehört haben zu kreieren. So die nicht mehr in der Frage sind der Kreation und wie schnell die Dinge, ich mag nicht sagen zusammenbrechen, aber wie schnell die Dinge klein werden und eng werden oder der Geldfluss hört auf. Und man merkt das so schnell. Ich meine, es ist nicht, wenn man einen Tag nicht kreiert. Aber für mich ist Kreation eine Frage zu bleiben, zu schauen, was dran ist, etc., etc. Und das ist da, wo sich's exponentialisiert. Und ich finde, dass man das im Moment schon sehr stark sieht, nicht? Was ich auch spannend finde, ist, dass ganz viele Leute beschlossen haben, was Kreation ist. Ne? Dass man dann hart dafür arbeiten muss. Ja. Dass, also auch wenn ich jetzt sage, ich arbeite bis nachts um 1, ist dann so, oh ja, sie kreiert. Aber es ist auch, wenn ich schlafe, kreiere ich auch. Ja. Wenn ich draußen auf Radfahren gehe, dann kreiere ich auch. Und es ist alles halt dieses Empfangen. Es hat eigentlich mit dem Empfangen zu tun. Wie viel kann ich von allem und jedem empfangen, ohne eine Bewertung darüber zu haben? Und ich merke gerade, dass ich teilweise Bilder von vor 5 Jahren angefangen habe und jetzt
kommen sie zur Vollendung, jetzt fangen sie an zu leuchten. Ich habe gestern eins gemacht, weil ich dachte so, oh mein Gott, das war so, ich gehe mal kurz ins Atelier. Und dann habe ich Konfetti auf das Bild draufgeworfen und habe ich gesprüht. Und ein Freund von mir kam vorbei und meinte so, was machst du? Und ich so, und er so, sieht komisch aus. Ich so, ich weiß, aber what's up, das wird voll geil. Und dann saß ich vor dem Bild und habe gesagt, das will ich jetzt mit nach Hause nehmen und aufhängen, weil es ist so schön geworden. Und so, das, diese Energie zu haben. Es geht mir vor allem gerade auch um die Energie, diesen Enthusiasmus, dieses Spielen, diese Lust, am Leben zu sein. Und ja, was in die Welt zu bringen. Und auch, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe immer schon schöne Sachen geliebt. Immer. So. Und das wird ja gerne als etwas Oberflächliches bewertet oder was auch immer. Aber für mich war das nie das. Für mich war das, wie du sagst, diese Lust am Leben. Und wenn ich schöne Dinge sehe, schöne Häuser, schöne Kunst, mein ganzer Tag wird anders, wenn ich feine Stoff beim Körper habe. Ja. Oder was auch immer es ist. Aber das ist diese Eleganz, diese Schönheit in allem, ich habe nicht mal Worte dafür. Aber ich meine, wenn man Gary Douglas kennt, und ich meine, alle, die noch nicht im Schloss waren, Google it, ja. Das ist so diese Eleganz der Schönheit, der Fülle, wo du einfach denkst, ja, und darum geht es ja im Leben, Spaß zu haben und das zu genießen. Du hast gerade das Schloss erwähnt, das Castello di Castelborgogna ist ein Schloss, das Gary Douglas und Dr. Dane hier und ein paar Freunde von ihnen gekauft haben und erneuert haben, verschönert haben. Und was spannend ist, ist, Gary Douglas hat, glaube ich, jedes Teil, das da drin ist, ausgesucht und jedes Stück, jedes Mobiliar, alles singt. Und es bringt dich zum Singen und deine Seele zum Singen. Und das ist was ich so unglaublich schön finde, weil alles, was man anschaut, macht etwas und verändert die Energie von dir. Also es geht in diese Interaktion mit deinem Wesen und es trägt dir bei. Und es ist spannend, es gibt ein paar solche Dinge, wo ich Diva Diaz überhänge. Als ich zum ersten Mal, das heißt Pacha Blue nennt sich das. Und das sind Capes. Diese Capes, unglaublich schön. Und das Spannende war jedoch, es gibt ganz viele Capes, ne? Und es gibt günstigere Capes. Und ich war bei einem Relationship dann Different Course in Dublin vor 5 Jahren, glaube ich, war das. Und da hat eine Freundin von mir gesagt, nimm mal einen dieser Überhänge und wirf ihn dir um und schau, was es mit deiner Energie macht. Und ich dachte so, oh ja, klar, mache ich. Und gib dieses Ding um mich und es ist wie eine warme Umarmung. Es ist so, mein ganzes Energiefeld ist so wumm in die Weite. Und ich war nur so, okay, ich wähle das. Und ich wähle das für meine Bilder. Also wisst ihr, ihr könnt ja all diese Energien auch hinzufügen zu euren Kreationen. Und was ganz noch interessant ist beim Schloss, ich sage immer, das Schloss hat meine finanzielle Realität verändert. So, ich bin da rein, gefühlt wie ein kleines Mädchen und habe mir gedacht, das war vor 3 Jahren. Und das war so, also mein Mann und ich sagen es immer noch, das war so wie der Dominostein, der erste, der was ins Rollen gebracht hat, weil es so dieser Demand war wie bei dir, so das. Ja, so, nach dem frage ich. Und das hat für mich ganz viel mit Eleganz und Schönheit zu tun gehabt, mit dieser Fülle und mit diesem, ja, so möchte ich leben. Zu haben, das zu fordern. Ne? Und das heißt nicht, dass alles in meinem Leben super teuer und super, sondern dieses Gefühl, das in dir erzeugt wird, ne? Dass du in der Fülle bist. So, was ist das für dich? Ich habe immer gesagt, so für mich ganz am Anfang war es immer eine Flasche Champagner im Kühlschrank zu haben. Das hat für mich Wohlstand und Fülle bedeutet. Was heißt, ich habe mir eine Flasche Shampoos im Kühlschrank gestellt? Ist da immer noch. Es ist so dieses, und es kann ja mit ganz kleinen Dingen anfangen, was du deinem Leben hinzufügen kannst. Und dann merkst du, oh, das klimpert so schön. Und es gibt mir sofort dieses Ding von, schön, yum. Das ist interessant, was du mich gerade gesagt hast. Du hast gesagt, es geht nicht um Geld. Weil bei Wohlstand geht es nicht um Geld, was es kostet, sondern um etwas, das dir Freude bereitet. Du kannst einen wunderschönen alten antiken Sekretär auf einem Flohmarkt finden und denken, wow. Ja? Und niemand sieht es vielleicht, wie wertvoll er ist, aber du siehst es oder du renovierst den und sagen, das ist es. Versus Reichtum wäre dann, ich brauche die neueste Designer-Couch, die jeder auf Instagram hat, damit jeder sieht, dass ich 10.000 Euro ausgegeben habe. So, das ist sozusagen, das sind die zwei Gegensätze. Und Wohlstand ist etwas, wo du sagst, ja, das ist einfach schön oder es macht mir Freude, darauf zu sitzen und es in meiner Wohnung zu haben oder es am Körper zu haben.
Und Pacha Blue, ich habe leider noch keinen. Ich habe sie gefragt, die Diva, letztes Mal. Sie macht eine neue Kollektion übrigens. Schön. Ja. Ich habe einen und ich liebe meinen. Ich bin so. Ja, ich freue mich auch auf meinen. Ich habe aber auch erst vor 2 Jahren gekauft. Also, ne, es ist nicht so ein Jetzt, sondern es ist dieses, die Energie, es ist, wenn ihr es zeitlich nicht anbindet, an wann es sich zeigen darf auch. Ich habe zum Beispiel die, Gary macht immer in der Antiquitäten-Show nach den großen Kursen mit dem ganzen Schmuck, den er da hat. Und das war einer meiner Highlights immer, weil das für mich so war, das war eine Einladung, etwas auszuprobieren, was dein Energiefeld verändert, was ich aber sonst nie gemacht hätte. Ich wäre nie in irgendein Juwelier reingelaufen und hätte gesagt, gib mir das teuerste Schmuckstück, ich möchte es anprobieren. Da sind ja die Grenzen ganz arg hoch. Wenn du nach einem Kurs aber da so rumläufst und alle probieren und du probierst, dann merkst du so, wow, ich habe gerade 100.000 Euro an meinem Finger. Wow, wie fühlt sich das an? Was macht das mit dir? Was macht das mit deinem Space? Und dann kann es sein, dass du irgendwie, keine Ahnung, was für 100 Euro kaufst und das genauso beiträgt. Aber es geht mehr um dieses, die Energien mehr wahrzunehmen von dem, was ist eigentlich diese, was ist das eigentlich? Sie nicht auszuschließen, so, nein. Weil wie du sagst, du hast es anprobiert. Es ist eine Möglichkeit in deiner Welt. Genau. Und auch da, ich habe meine erste Kette erstanden, dann, keine Ahnung, bei meinem CF-Training oder so vor 5 Jahren. Und es war dann auch so, what? Das sind immer so Momente, wo ich sage, so, da gehe ich über Grenzen hinaus, die ich mir irgendwann gesetzt hatte. Und wie viele Grenzen haben wir alle? Ne? Ja. Immer noch. Ich gehe immer noch jeden Tag über diese Grenzen hinaus. Und das ist auch die Einladung dieser Tools, da über das hinaus zu gehen. Weißt du, was ich spannend finde, ist, du weißt ja noch nicht mal oft, dass du irgendwas anderes haben kannst, weil du so begrenzt in deinem Denken bist, dass was anderes möglich ist. Und dann fängst du an, das abzubauen durch die Bars, durch die Clearings, durch die Fragen, diese Räume zu öffnen. Dann merkst du auf einmal, oh, das ist auch möglich. Oh, das ist auch möglich. Das kann ich auch wählen. Wow. Ja. Was noch? Was noch ist möglich für dich und dein Leben? Und es gibt so viele wundervolle Angebote von den Access-Werkzeugen. Du hast jetzt 21 Tage Energiezinn. Wie heißt es nochmal? 21 Dates mit deinem inneren Schöpfer, mit deiner inneren Kreativität. Oder ich habe gesagt, auf eine Tasse Tee mit deiner Kreativität. Das ist einfach. Bist du ein Teetrinker? 20 Minuten. Ich trinke tatsächlich beides, Tee und Kaffee. Okay, ich bin so voller Coffee-Junkie. Okay, cool. Sehr gut. Und Tee mag ich auch. Also, aber es war für mich, ich habe so ein schönes Bild mit einem Mädchen mit einer Teetasse. Ah, okay. Die Anne so fliegt und ich war so, ja, lass uns. Ja, da alles klar, alles klar. Und wann hast du Foundation-Kurs? Das ist der Grundlagenkurs, wo man alle Werkzeuge bekommt von Access. Genau, und zwar geht der schon vom 6., warte kurz, 6. bis 10., 7. bis 10. September ist es, glaube ich. Und wo ist der? 7. bis 10. September in Bad Odesloe, das ist im Norden von Deutschland. Sehr cool. Das ist von Hamburg. Mhm, ja, ich freue mich auch extremst darauf. Also 7. bis 10., deiner ist? 26. bis 29. in München, mitten in der Stadt. Und apropos, in einem wunderschönen Saal. Und apropos Hamburg, ich bin Ende November in Hamburg mit dem 2-tägigen X-Men-Kurs. Wow, geil. Der 3. im deutschsprachigen Raum. Und danach mit dem White Riches for You Beginning-Kurs. Auch in Hamburg? Jupp, eine Woche danach. Sehr geil. Also X-Men ist auch online, das geht beides. Mhm. White Riches ist live only in Hamburg. Erstes Dezember-Wochenende. Schön. Ich gebe noch einen Foundation-Kurs in Fuerteventura und zwar im September. Mhm. Gar nicht mehr so Ende, es ist dann vom 21. bis zum 24. September. Also ab in den Flieger. Mhm. Genau. Also grad Kurse, weil so viele, ich höre das immer wieder, komm doch vor meine Haustür etc. Ich kann das schon sehr empfehlen für einen Kurs, sich auch ins Auto, ins Flugzeug oder in den Zug zu setzen und sich diese Zeit für sich zu nehmen. Und man kann ja auch die Kinder mitnehmen oder den Partner oder wie auch immer. Aber zu sagen, okay, ich reise dahin, dieses Commitment und am Abend vielleicht im Hotel, im Spa zu liegen oder noch schön essen zu gehen, um diesen Raum für sich zu haben. Ich mag das wahnsinnig gern und auch wirklich die Kurse live zu machen. Es hat eine andere Energie.
eine andere Energie und das ist auch eine andere, du zeigst dir direkt eine andere Möglichkeit. Ja. Ne? Das, ja, es ist toll, wenn der Kurs irgendwie, ich hab das noch nie gehabt. Ich habe alle Kurse, die ich besucht habe, ich bin immer für meine Kurse gereist. Ja. Immer und schon auch mein erster Foundation hat irgendwo im Saarland oder so stattgefunden, wo ich so gemerkt habe, so das Hotel war der Hammer. Alles war so, wow. Und es war so, da will ich hin. Ne? Und ja, einfach so dieses Commitment auch zu sagen, so, ich füge das meinem Leben hinzu und das ist Teil davon auch, mich zu bewegen. Weil wir bewegen die ganze Zeit Energie und das bringt Energie in Schwung. Alleine diese Wahl dann schon ist so, wumm, und dann das Reisen an sich und dann der Kurs. Und ich kann mir das Kommentar nicht verkneifen, aber gerade bei den Right Riches Kursen, so einerseits fragt man nach mehr Geld und nach Wohlstand, und andererseits fragen dann Leute, ja, warum ist der nicht online, damit man sich das Hotel und den Flug erspart? So, das ist schon da, wo man das im Prinzip nicht wählt, diese Wohlstandsenergie, wo man schon sagt, so, wie kann ich das so günstig wie möglich gestalten, anstatt zu sagen, ja, ich fahre dahin, ich nehme dieses Wochenende und ich setze die Wahl. Und noch eine Frage, Konstanze, was mir so poppt, ist so dieses ja, und manchmal hat man das Geld nicht. Was würdest du da empfehlen? Weil ich meine, für mich war es so, ich habe halt dann damals Airbnb-Räume gemietet, also Zimmer in der Wohnung gemietet. Ganz ehrlich, wenn ein Humanoid wirklich etwas möchte, macht das möglich. Mhm. Ja, aber für mich ist immer erst die Wahl. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich kann mir das nicht leisten, ladest du energetisch, sagen wir, dein Kurs ist in 2 Monaten und sagst, ich kann mir das nicht leisten, ladest du energetisch 2 Monate diese Summe Geld aus. Das ist deine Message ans Universum. Mhm. So, das heißt, die Wahl sagen, okay, ich melde mich an. Was ist wirklich möglich? Und Hebel in Bewegung zu setzen. Und zu sagen, okay, cool, was kann ich jetzt kreieren, um das umzusetzen? Oder auch, was sind die Möglichkeiten? Kann ich mir mit jemandem was teilen? Gibt es eine Möglichkeit, wo zu übernachten, etc.? Ist ja so cool. Ich hatte das schon voll oft, dass ich gesagt habe, ich kann mir das nicht leisten. Und 3 haben gesagt, du kannst bei mir übernachten. So, das ist da, wo sich Möglichkeiten zeigen. Aber so viele nehmen das nicht mal in Betracht, dass es auch eine Möglichkeit ist. Genau. Oder was auch immer. Genau, und das war das, was ich gerade eben sagen wollte. Das war so mein erster großer Kurs in Rom. Ich habe ein Airbnb-Zimmer in der Wohnung genommen. Es war laut, das Bett war schrecklich. Und für mich war es aber dieses, ich bin in Rom. Ja. Ich bin in Rom, ich bin bei diesem krassen Kurs dabei. Und wie genial bin ich denn, dass ich das kreiert habe. Ne, ich habe es gewählt. Und genau dann immer mehr und mehr und mehr. Und ich kann mich erinnern, dass ich teilweise nur Croissant und Espresso getrunken habe, weil ich einfach kein Geld dafür übrig hatte in dem Moment. Und aber da war und diesen Kurs genossen habe und energetisch Megasprünge gemacht habe. Ja. Ja, einfach diese Veränderung in mein Leben, in meine Kunst, in mein Business gebracht habe und dachte so, wow, und was ist jetzt möglich? Aus der Energie raus, aus diesem Raum heraus. Und bitte, 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 alle, die zuschauen, nicht sagen, ich kann es mir nicht leisten. Das ist eine Message ans Universum von Geld ausladen. Wirklich. Weil wenn du sagst, okay, was ist möglich? Ich komme da hin, Universum zeigt es mir und beginnt Aktionen zu setzen und Hebel in Bewegung zu setzen. Das ist da, wo sich Geld zeigen kann, auf die unterschiedlichsten Arten. Und lieber zu schauen, so benutze ich gerade Geld als Ausrede, weil ich es gar nicht will. Ne? Ich mag es gar nicht wählen. Und es ist einfach so meine Begründung, meine Rechtfertigung, ach, ich habe das Geld nicht, deswegen kann ich es nicht machen. Also da mal genau hinzuschauen, auch als Einladung, und wählst es wirklich. Und wenn du es wählst, was ist wirklich möglich, um es zu kreieren? Sehr cool. Dankeschön. Lass uns mal was über Kunst, lass uns das mal aus. Ja, was da möglich ist und was wir da zusammen hinschauen können. Danke, liebe Ex, das haben wir überhaupt nicht gesehen, ob Leute zugeschaut haben oder kommentiert haben. Hast du was gesehen? Auch nicht, nein. Okay. Wir werden uns jetzt überraschen lassen. Ich schaue mir das jetzt an, wenn wir nicht mehr live sind. Und wenn Fragen sind, können wir einfach nochmal live machen. Ja, und wir tun die Links auch drunter von all den vielen Dingen, von Pacha Blue, von Castello, von deinen Kursen, von meinen Kursen. Was haben wir noch geredet? Habt ihr alles da? Deine Kunst, genau, alle Links. Vielen Dank, liebe Melika. Dankeschön. Einen wundervollen Tag dir und euch. Bis bald. Okay. Ich muss der Beste sein.